In diesem Video möchte ich Ihnen unseren Buchscanner vorstellen. Außerdem zeige und kommentiere ich die wichtigsten Funktionen. Ich möchte mit ein paar allgemeinen Informationen beginnen. Der Buchscanner steht im ersten Obergeschoss für alle zugänglich. Die Nutzung ist kostenlos. Sie brauchen lediglich einen Windows-kompatiblen USB-Stick. Wenn Sie mehrere Einstellungen auswählen, beachten Sie bitte, dass die Datei größer wird und der Scan mehr Zeit benötigt. Die gescannten Seiten werden automatisch zentriert und zugeschnitten. Wenn Sie dies nicht möchten, klicken Sie bitte auf die Funktion namens Volle Größe. Zum Scannen benötigen Sie einen USB-Stick. Im ersten Schritt stecken Sie diesen unten rechts ins USB-Portal. Danach legen Sie das Medium auf die Buchwippe. Mit den Rädern unterhalb der Buchwippe können Sie den Buchrücken anpassen. Auf jeder Seite der Buchwippe befinden sich grüne Balken. Hier drücken Sie drauf, um einen Scan auszulösen. Wenn Sie mit dem Scannen fertig sind, entfernen Sie Ihren USB-Stick aus dem Portal. Die Scans werden dann automatisch einzeln gespeichert. Am oberen Rand mittig haben Sie die Möglichkeit, die Menüsprache zu ändern. Mit dem Fragezeichen-Button erreichen Sie eine Hilfeseite, auf der alle Funktionen des Buchscanners erklärt werden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, in Farbe, Graustufen oder Schwarz-Weiß zu scannen. Unter den Formatoptionen können Sie sich zwischen TIFF, JPEG oder PDF entscheiden. Wenn Sie den Button OCR aktivieren, erkennt eine Texterkennungssoftware den Scan als Text. Diese Funktion ist aktiv für die Sprachen Englisch, Deutsch und Französisch. Dies ist hilfreich, wenn Sie später in Ihrer Datei nach einem bestimmten Wort suchen. Wenn Sie Multipage aktivieren, werden alle Scans als eine Datei gespeichert. Zum Beispiel als ein PDF-Dokument mit mehreren Seiten. Sind Sie fertig mit Scannen, betätigen Sie den Button Multipage Ende. Zum Schluss geben Sie Ihrer Datei einen Namen. Die Grundeinstellung des Buchscanners ist, wie ich vorher schon erwähnt habe, ein Scan ist gleich eine Datei. Unten rechts finden Sie den Löschbutton. Wählen Sie diesen aus, um die letzte gescannte Seite zu löschen. Nebenan können Sie sehen, wie viel Speicherplatz auf Ihrem USB-Stick übrig ist. Auf der linken Seite befinden sich die Seiteneinstellungen. Hier können Sie die Helligkeit der Seite einstellen, die volle Größe auswählen oder eine Doppelseite trennen. Außerdem gibt es eine Finger-Entfernen-Funktion. Diese hilft bei Zeitschriften, die Sie glatt halten müssen. Oben links können Sie die Seite zoomen, rotieren oder mit der Touch-Funktion bewegen. Zum Schluss finden Sie unter Explore USB alle gespeicherten Dateien. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen. Weitere Videos über die Bibliotheksräume finden Sie auf der Playlist Unsere Bibliothek.